Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wie ist mein Spruch? Hast du kein GOP, hast du kein GOP. Ergo hast du keinen Multicutter, dann hast du keinen Multicutter und in der Regel hast du dann keinen Problemlöser. Und ich habe schon so oft gesagt, du brauchst einen Problemlöser, du brauchst einen Multicutter. Wie den hier zum Beispiel, den GOP 18V28. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn du Multicutter erstmal hast, dann bringt er dir genau so überhaupt nichts, denn du brauchst Zubehör. Und bei Multicuttern gibt es so viel Zubehör, das ist wirklich Wahnsinn. Und wir schauen uns heute mal ein paar Zubehörer an und was du damit alles machen kannst. Weil spätestens dann kommt das Aha-Erlebnis, ah, das kann man damit auch noch machen. Und dann wirst du wahrscheinlich sagen, ich brauche einen GOP, denn sonst kommt der Spruch wieder, hast du keinen GOP, hast du keinen GOP. Heute soll es also um den GOP gehen. Und hier haben wir das Ganze als 18-Volt-Variante. Das gibt es aber in verschiedenen Varianten. Und wirklich, hast du noch kein GOP, auf jeden Fall genau zugucken, was wir heute machen. Denn es ist so, dass ich früher auch kein GOP hatte. Ich hatte keine Oszillationssäge oder ein Oszillationsgerät, was wir hier haben. Was genau das heißt, da kommen wir gleich noch dazu. Und da war es so, dass ich irgendwie versucht habe, Probleme an irgendwelchen Ecken zu lösen. Und es ist auch echt schwer, aber teilweise. Und mit dem hier löst du Probleme in Handumdrehen, die du sonst in der Regel, ja, dir irgendwie behilfst, irgendwo rumknibbelst und machst und tust. Es gibt das Thema GOP, also genau das hier in verschiedenen Varianten. Wir haben hier eine 18-Volt-Variante, das gibt es aber auch als 12-Volt-Variante, aber natürlich auch als normales kabelgebundenes Gerät. Ja, wie hier den den GOP 5536. Es gibt auch noch andere Variationen. Für dich musst du vor allem entscheiden, erstmal möchtest du Kabel oder möchtest du Akku. Ja? Ich persönlich würde dir das 18-Volt-Gerät empfehlen, weil der Akku hält lange genug, also weit lang genug, um dein Problem zu lösen. Und du hast hier den innovativen Mechanismus, wo du nur hier das Ganze hochziehst, dann ist es raus, nimmst es und kannst es wieder einsetzen. Hier bei der 12-Volt-Variante hast du noch hier die Schraube in der Mitte. Finde ich ein bisschen lästig, weil das hier ist genau eines der Kernthemen. Du kannst es halt irgendwo hinsetzen. Aber erst einmal, was ist eigentlich ein GOP bzw. ein sogenannter Multicutter, wovon hier immer gesprochen wird, weil man halt so viele Sachen damit machen kann? Das ist eine Oszillationssäge und wir haben hier ein Blatt. Und was macht das Gerät eigentlich? Dieses Blatt nur hier hin und her bewegen. Ja? Hin und her, hin und her, hin und her. Das auch schon alles. Hört sich irgendwie ganz komisch an, ja, dass das schon so weltbewegend ist, aber damit kann man unwahrscheinlich viele Sachen machen. Und wenn sich das, wenn das so hin und her geht, das mit bis zu, hier steht es auch drauf, bis zu 20.000 Vibrationen in der Minute. 20.000. Das übrigens bringt die Geräte auch so ein bisschen in Verruf, nämlich die haben ein sehr hochfrequentes Kreischen, wenn sie arbeiten. Denn mit 20.000 ist es so, dass da wirklich schon ordentlich Bums hier auf der Hütte ist, aber das brauchen wir auch, um schnellen Fortschritt zu haben. Das Wichtigste aber ist, wir brauchen entsprechendes Zubehör. Und natürlich noch ein Hinweis, wir arbeiten hier zum Beispiel mit Starlog Plus. Es gibt auch reine Starlog-Geräte wie das hier. Wir haben aber auch ein Gerät, was Starlog Max nehmen kann. Ich habe dazu nach meiner Erinnerung schon mal ein Video gemacht, wo ich das Ganze erkläre. Das verlinke ich dir mal hier oben. Da habe ich, glaube ich, auch noch mehr Multicutter verglichen. Und heute geht es aber darum, was für ein Zubehör kann man da eigentlich verwenden. Und übrigens, weil das viele nicht wissen und ich es gerade schon mal gemacht habe, du kannst das Zubehör, was wir hier haben, Moment, hier haben wir es, an die verschiedensten Stellen hier auch rantun. Wir haben hier eine Aufnahme, die du hier rastern kannst. Du kannst zum Beispiel auch sagen, naja, ich möchte hier irgendwo hinarbeiten, dann machst du Folgendes und tust es hier so zur Seite. Du kannst es aber theoretisch, was überhaupt gar keinen Sinn macht, ja auch hier nach hinten packen. Aber wer weiß, vielleicht hast du irgendwo was, wo du so um die Ecke arbeitest. Keine Ahnung. Das ist der Vorteil auch von dem Gerät. Du kannst es einspannen und es geht auch super schnell, wie du möchtest. Und jetzt frage ich mich, wie machst du zum Beispiel Folgendes? Du hast hier ein Stück Holz, wie das hier, und da möchtest du einfach ein Loch reinsägen. In der Mitte brauchst du einfach eine viereckige Aussparung, oder? Sondern vielleicht nicht in der Mitte, sondern hier an der Seite. Brauchst du eine viereckige Aussparung? Wie machst du das denn schnell? Und vor allem, jetzt überleg dir nicht, wie machst du es hier bei so einem Stück Brett. Kein Thema, da kannst du tausend Sachen machen. Aber wie machst du das, wenn das im Dachstuhl irgendwo eingebaut ist, drei Balken noch drumherum und du nur einen ganz kleinen Bauraum hast, wie kriegst du da was raus? Mit einem GOP. Denn du hast dann ein GOP, weil du heute das Video gesehen hast und das richtige Blatt.
Jetzt habt ihr erstmal grundsätzlich die Funktionsweise gesehen. Ihr habt also gesehen, wie schnell man da einfach so eine Ecke rausschneiden kann. Du kannst natürlich jede beliebige Form auch rausschneiden. Und vor allem, das kannst du natürlich auch zum Beispiel das Stück Holz hier machen. Du kannst hier auch eine Aussparung rausnehmen. Hier dreidimensional von hier, von da arbeiten. Dann ist es raus. Funktioniert auch ohne Probleme. Aber wir haben ja gesagt, wir haben einen richtigen Problemlöser. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt hier Metall irgendwo drin, wie in dem Fall hier Schrauben oder Nägel, und wollt das aber bündig hier am Holz abschneiden. Ja, das kann zum Beispiel auch sein, dass ihr ein Rohr habt und wollt das bündig über dem Boden abschneiden. Dafür gibt es ein Spezialblatt, nämlich genau dieses hier. Die Namen blenden wir dir ja immer unten ein. Das tue ich jetzt mal rein hier und haben einfach Folgendes wieder. Das Ganze öffnen, einsetzen, los geht's. Das war echt der Wahnsinn, was wir hier gemacht haben. Einfach so mit so einem Blatt, und das ist ja auch wirklich dünn, ja. Wir reden jetzt hier von einem Blatt, das ist vielleicht ein Millimeter oder anderthalb Millimeter stark, haben wir einfach so diese Schraube und den Nagel durchgeschnitten. Und du hast auch gesehen, da sind Funken geflogen, alles drum und dran, aber wir haben es schön bündig abgeschnitten. Und das können wir eben so schnell, so einfach nur mit so einem Multicutter. Wer hättest du sonst gelöst? Überleg mal, mit einem Winkelschleifer hättest du garantiert das Holz auf jeden Fall irgendwie touchiert und wärst irgendwie so, das wäre kein schönes Gefühl gewesen. Hiermit überhaupt kein Thema. Wichtig ist, wir haben hier ein Bosch Expert Blatt mit Carbide-Zähnen, das heißt Hartmetall-Zähnen, die eben nicht so schnell ausglühen. Und da kannst du eben nicht ein Rohr mitschneiden, sondern eine ganze Menge an Rohren schneiden, bevor hier der erste Zahn anfängt aufzugeben. Als nächstes kommen wir zu einer anderen Anwendung, und zwar etwas, was ganz klassisch ist für einen Multicutter. Und zwar ist es so, dass man schon ein Türblatt hat und möchte aber nachträglich etwas verlegen, also Laminat zum Beispiel verlegen oder ähnliches, meinetwegen auch Parkett, und dann musst du ja die Tür kürzen, also vor allem die Türzarge musst du auch noch kürzen. Wie machst du denn das? Türzarge ausbauen? In der Regel geht das gar nicht so einfach oder ist überhaupt nicht möglich oder viel zu viel Arbeit. Dafür gibt es Spezialblätter. Aber was passiert denn, wenn du mit einem wunderschönen Blatt für Holz einfach so jetzt das abschneidest und dann kommst du in den Ziegel? Das ist blöd, weil dann dein Blatt hin ist. Und auch dafür, für diesen speziellen Anwendungszweck, dass hinter dem Holz etwas Härteres ist, dass das Blatt nicht gleich kaputt geht, gibt es ein Spezialblatt. Und ich zeige dir das gleich einfach mal. Und das ist doch wirklich toll gemacht, weil wenn du mit diesem Gerät kannst du die Zarge einfach so abschneiden, hast eine schöne gerade Abschnittkante und kannst dann dein Material verlegen, wenn es dann auch noch hält. Aber probieren wir es doch mal aus. Ich habe es bewusst wirklich versucht, das maximal zu misshandeln, das Blatt. Ergo richtig Holz durch und im Stein so ein bisschen rumgewühlt, rechts, links, oben, unten. Und jetzt machen wir Folgendes, um zu zeigen, dass es noch funktioniert. Schneide ich mal hier eine andere Kante ab im Holz, um zu sehen, dass es noch immer geht. Und ihr seht hier, wir bekommen immer noch einen wunderschönen geraden Schnitt hin. Ein Tipp für dich, es gibt ja ganz viele Blätter einzeln zu kaufen, es gibt aber auch Zubehörsets, das sind in der Regel günstiger. Wenn dich dafür interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, ehrlichen Preisvergleich, oder geh einfach mal auf gotools.de, da kannst du dir das anschauen. Und in diesem Set ist etwas drin, was ich dir zeigen möchte. Oder um genau zu sein, sind da sogar zwei Dinge drin, aber das erste ist das Thema Fliesen. Wenn du so eine Fliese hast, hast du manchmal natürlich auch eine kaputte Fliese und musst eine einzelne Fliese raustrennen. Aber wie machst du das? Du hast ja dann entsprechend hier ringsrum alles eingeschlossen. Wie kriegst du jetzt deine Fliese raus? Jetzt pinkerst du den Fliesen rum und dann hast du die daneben getroffen. Jetzt wäre es doch schön, wenn du die Fuge erstmal austrennst, um dann nur noch die Fliese rauszuholen. Das kannst du mit diesem Blatt machen. Ich zeige dir das mal eben. Und wie schnell das geht, zeige ich dir vor allem. Du hast gesehen, wie gut das funktioniert, und ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, das macht richtig Spaß damit. Ich hatte bei mir in meiner alten Werkstatt mehrere defekte Fliesen, wo mir
etwas runtergefallen ist, wo manchmal auch Sand raus, na egal. Auf jeden Fall war es so, dass ich die Fliesen raustrennen musste. Und das habe ich immer mit diesem Blatt gemacht und das geht einer rasenden Geschwindigkeit. Du kannst ja wunderbar schnell arbeiten und ich habe das früher immer mit einem kleinen Winkelschleifer gemacht, hier mit viel besser und du kannst es viel besser handeln und hast nicht so die Angst, so treffe ich jetzt vielleicht irgendwas anderes? Perfekt. Jetzt kommen wir noch zu was anderem und zwar etwas, was die meisten gar nicht kennen, nämlich, dass man hiermit auch schleifen kann. Und zwar Delta-Schleifen. Du hast hier einfach einen Aufsatz, so das hier, hast dafür auch Blätter und kannst damit dann dementsprechend dann auch mal schnell was schleifen. Und das machen wir jetzt. Was haben wir hier für ein Blatt? 240, das ist vielleicht ein bisschen fein. Wir wollen ja ein bisschen Lack wegschleifen. Und dann nehmen wir hier 80er. 80er passt doch. Tun wir drauf und ihr seht dann gleich, damit kann man selbst Dinge schleifen. Was das alles kann. Ein Multitool. Du hast gerade gesehen, wie wir wunderbar mit dem hier auch selbst Lack auf Holz abtragen können. Und das war jetzt nicht so, dass wir jetzt hier die einfachste Anwendung rausgesucht haben. Denn hier sind dreimal Lackschichten auf diesem Holz und das haben wir trotzdem abgetragen bekommen. Und das Wichtige hier ist eigentlich gar nicht, dass man das überhaupt abbekommt, sondern dass du hier drin arbeiten kannst, in so einer Ecke. Weil wie bekommst du hier in diese Ecke oben denn den Lack da weg, wenn er hier drauf ist und muss da jetzt arbeiten? Schwierig. Exzenter, keine Chance. Mit einem Rutscher vielleicht, da kommst du aber nicht so richtig gut in die Ecke rein. Da hast du eigentlich nur Chance mit einem Delta-Schleifer. Und hier brauchst du keinen extra Delta-Schleifer kaufen, sondern hast du einfach gleich mit dabei. Ich liebe den GOP, das kann ich nur sagen. Bitte schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr sagt, wir sollen uns noch mehr Anwendungsbereiche, mehr Zubehör, mehr sonst irgendwas anschauen. Würde mich wirklich sehr interessieren. Sagt mir auch dazu und schaut mal unten in die Videobeschreibung, wie findet ihr denn diese Sets? Es gibt ja noch viele, viele andere Sets. Ich finde das super. Ich glaube, wir haben bestimmt drei oder vier verschiedene Sets hier liegen bei uns. Und jede Menge Blätter für die Spezialanwendung auch nochmal zusätzlich, weil wir es eben so häufig benutzen. Es gibt kein Einzelwerkzeug, was wir nach dem Akkuschrauber so häufig in der Hand haben, wie eben den GOP. Man hat jedes Werkzeug mal in der Hand, aber das hier als echter Problemlöser, der Hammer. Und zum Ende, wie immer der Spruch, hast du kein GOP, dann hast du kein GOP. Für euch noch viel Spaß, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.